Truppenübungsplatz Heuberg in Stetten. Morgenappell für das Feldjägerdienstkommando in der Alpkaserne. Als Militärpolizei sind die Feldjäger für den Ordnungs- und Verkehrsdienst auf dem Übungsplatz verantwortlich. Streifenführerin Franziska Schäfer und ihre Kameraden tragen heute für die Acht- und Kontrolle-Dreharbeiten Bodycams und für den Einsatz Waffen. Wir laden die Waffen und das passiert draußen in einer sogenannten Ladekiste. Falls was passiert, dass eben einfach der Schuss da reingeht und niemanden trifft, niemanden verletzt, machen wir das hier. Die Feldjäger kontrollieren heute rund um den Übungsplatz. Vom Fußsoldaten bis zur Panzercrew können hier an die 3000 Soldaten und ihre Fahrzeuge unterwegs sein. Unser Einsatzgebiet ist heute der Truppenübungsplatz Heuberg. Und da im Speziellen heute zur Kfz-Kontrolle die Schießbahn 9, weil da der Platz so gut ist. Ja, ein Truppenübungsplatz sich vorzustellen, ist theoretisch eine große Fläche mit Wald und Wiese. Und auf dieser großen Fläche befinden sich gerade hier in Stetten verschiedenste Schießbahnen. Hier auf dem Truppenübungsplatz wird scharf geschossen. Ja. Oberfeldwebel Daniel Müller wird heute die Kontrollen durchführen. Also unsere Aufgabe hier auf dem militärischen Sperrbereich ist einfach zu kontrollieren, wer bewegt sich hier, haben die Leute eine Berechtigung, die sich hier bewegen und vor allem auch eine Geschwindigkeit, jetzt wie zum Beispiel hier 30 km/h, hält sich da auch jeder dran. Unser Aufgabenbereich hier bezüglich aufs Militär ist vergleichbar mit der normalen Polizei. Neben Soldaten können den Feldjägern auch Zivilisten begegnen. Denn der 48 Quadratkilometer große Übungsplatz ist nicht umzäunt. Der militärische Sicherheitsbereich hier ist nicht abgesperrt. Das ist theoretisch öffentlich zugänglich, nur mit Hinweisschildern, dass er nicht betreten werden darf, beschildert. Für Zivilisten kann es hier definitiv gefährlich werden. Gerade wenn ich mir jetzt vorstelle, hier kreuzt ein Panzer, Leopard, die Straße, dann sind das halt ein paar mehr Tonnen wie ein PKW. Wenn dann hier ein Unfall passiert, dann ist nicht mehr viel übrig. Neben Übungsplätzen kontrollieren Feldjäger auch Bahnhöfe oder Transporte. Franziska Schäfer weist als Streifenführerin ihr Team ein. Wir bauen die Kfz-Kontrollstelle auf und werden dann die Fahrzeuge, die sich auf der Ringstraße befinden, reinwinken, in die Kfz-Kontrollstelle einweisen und die dann kontrollieren. Da ist aber auch egal, ob das jetzt ein BW-Kfz oder ein ziviles ist, weil auch die Zivilisten müssen sich ja ausweisen, dass sie hier auch fahren dürfen. Den Widder bitte da so hinstellen gleich, dass der in Fahrtrichtung da reinfährt, damit wir die Lichtzeichenanlage hinten anmachen können, damit die raffen, dass das hier reingeht, weil es hier vorne ja schon eine längere Strecke ist. Da nur die Pfeile dann? Genau, die Pfeile einfach hier rüber zeigend. Den T6 stellen wir da vorne um die Ecke. Hier vorne bauen wir groß Box auf mit den Pylonen. Das ist aber auch groß genug, dass je nachdem was reinkommt. Euch bitte ich die Schildersätze rechts und links 50 Meter aufzustellen. Mit Licht und möglichst so, dass sie nicht umgefahren werden. Check. Wie die Autos? Dann fangen wir los. Ich melde uns ab. Dann geht's los. Innerhalb weniger Minuten steht die Kontrollstelle. Hauptfeldwebel Franziska Schäfer ist für die Sichtung der Dokumente zuständig. Ihr Team übernimmt die Kontrollen der Fahrzeuge. Hier haben wir jetzt den Transportpanzer Fuchs. Guten Morgen. Einen wunderschönen. Ofeld Müller von den Feldjägern aus Stetten. Wir führen hier durch im Rahmen des militärischen Verkehrsdienstes eine Kfz-Kontrolle. Ja, alles klar. Dazu hätte ich gern von Ihnen den Fahrauftrag. Ja. Dürfen Sie schon mal alles klar. Ruhestellen suchen? Ja. Okay. Morgen. So, dann haben wir noch den Dienstführerschein der Bundeswehr. Ja. An dem Fahrzeug ist besonders, dass es ein rein militärisches Fahrzeug ist. Bedeutet, die haben besondere Auflagen in ihren Papieren. Wie zum Beispiel, ob man es gesehen hat, aber da kann auch ein Fahrer zum Beispiel über Luke fahren. Und da sind halt bestimmte Angaben zu machen. Der Transportpanzer kann bis zu 105 Kilometer pro Stunde fahren. Okay, ich will einmal die Papiere mitnehmen zur Durchsicht. Der Kamerad wird so lange den technischen Dienst am Fahrzeug dann durchführen. Alles klar. Wunderbar. Ich schaue mir jetzt nur die Dokumente kurz an, zum Beispiel den Dienstgrad, ob das alles passt. Übergebe das an meine Kollegin. Die wird die Unterlagen genau sichten und prüfen.
Und in der Zwischenzeit werde ich jetzt den technischen Dienst im Fahrzeug mit dem Kameraden zusammen durchführen und mir auch noch die Ladung anschauen. Er hat einen Führerschein und hat auch einen gültigen Bundeswehrführerschein zur selben Fahrzeugklasse. Er hat ein Fahrtennachweisheft, in dem ich jetzt schnell gucke, ob er darauf eingewiesen ist. Und auch der Fahrauftrag hat Gültigkeit. Grundsätzlich kontrolliere ich hier die ganz normalen Sachen, wie am normalen PKW auch, weil sie ja hier ganz normal auf der Ringstraße unterwegs sind. Dann kriege ich einmal den Rückfahrscheinwerfer. Sieht man gar nichts. Ja. Fahrtrichtungsanzeiger links. Rechts. Bremslicht. Nebelschlussleuchte, wenn vorhanden. Ja. Warnblinkanlage. Hervorragend. Gut. Die Papiere schon mal zurück. Passt soweit alles. Ich habe nur noch eine kleine Info. Ja. Daran denken, die halbjährliche Heftprüfung steht bald wieder an. Ja. Na, das muss ich vergessen. Alles klar, danke. Aber sind wir noch im Rahmen. Super. Dann würde ich gerne hinter einmal noch reinschauen. Na klar, gerne. Die Soldaten im Heck müssen gesichert sein. Ladung habt, haben Sie sonst keine an Bord? Nur die Rucksäcke, die haben wir hier alle festgezogen. Genau. Okay, wunderbar. Der Übungsplatz Heuberg liegt im Südwesten der Schwäbischen Alb auf rund 970 Höhenmetern. Was für eine Art von Flugzeug? Wunderbar. Wir sind soweit. Alles in Ordnung. Wie gesagt, an die Maskenregelung denken. Ja. Und dann ruhigen Dienst voll. Alles klar, gleichfalls. Schönen Tag. Danke. Danke. Ja. Perfekt. Ja. Der rund 17 Tonnen schwere Panzer dient häufig dazu, Personen zu transportieren. Oberfeldwebel Daniel Müller stellt keine Mängel fest. Es ist schöner, wenn man keine Mängel feststellt, weil dann der Soldat ja auch nicht belangt wird für irgendwas. Und dann weiß man, sie haben es kapiert. Kurze Zeit später leitet Oberfeldwebel Daniel Müller ein deutlich größeres Fahrzeug in die Kontrollstelle. Das ist jetzt der Raketenwerfer Mars. So nennt sich das System.